Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS19 Nordfriesische Marsch, wo wir jetzt gleich mal Grundstück von Lulu besuchen werden. Lulu, Grüße gehen raus, wenn du gerade da bist, hoffe ich mal, denn ich habe noch eine Frage zu deinen Umbauwünschen, denn nicht, dass der hier örtliche Grundstücksgestalter Fehler macht. Lulu, der hier wohnt und schon ewig lange supportet, vielen lieben Dank natürlich an Lulu, weil ich jetzt gerade hier bin, aber natürlich auch vielen lieben Dank an alle anderen Supporter. Der Marsch und mir und Shelly und wem auch immer. Vielen lieben Dank an alle. Wolltest du die Hütte weg haben? Ich sag mal Hütte Nummer 1. Oder wolltest du Hütte Nummer 2 weg haben? Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden hatte, soll die Hütte abgerissen werden, weil Lulu hat hier Grundstücksänderungswünsche. Die Hütte möchte abgerissen werden und dafür soll ein kleiner, kleiner Gartenteich angelegt werden. Also mache ich gerne. Gar kein Problem. Ich will nur nicht die falsche Hütte wegreißen. Also ich glaube die, ne? Die dem Boden dem Erdboden gleich machen und dann abreißen. So. Und das soll nicht das einzige sein. Ich will mal schon mal schauen, da ist Stau am Hof. Denn natürlich auch dicken Dank an weitere Kanalmitglieder. Auch Kurt besuchen wir heute einmal. Denn Kurt wohnhaft hier in dem schönen Häuschen Nummer 69. Kurt, Grüße gehen raus. Vielen Dank für Support. Hatte sich einen kleinen Steg gewünscht. Das ist natürlich jetzt bei der neuen Version nicht mehr hier. Ne? Da hat man hier einen kleinen Weg. Und hoffe, Kurt, das entspricht so ungefähr deinen Vorstellungen. Ein kleiner Steg hier raus auf den Teich. Das Segelboot hat leider noch nicht gereicht. Aber ich glaube tatsächlich ein Segelboot für diesen kleinen Teich hier. Für den See. Vielleicht ein bisschen too much, wenn jetzt hier so ein großes Boot steht. Aber mal gucken, vielleicht wird da ja irgendwann noch mal was auftauchen. Ich hoffe, wie gesagt, erstmal so, das ist doch schon mal, ne? Schon mal ganz, ganz schick, kleiner Steg hier am Teich. Ja, liebe Leute, das gilt auch für alle anderen Kanalmitglieder natürlich wieder für die nächste Map-Version. Nächsten Donnerstag soll es soweit sein. Also nicht jetzt diesen kommenden Donnerstag, sondern den dann folgenden Donnerstag. Himmelfahrt müsste das ja, glaube ich, sogar sein, ne? Ist dann wohl wahrscheinlich Stream, weil hier ist ja eh nichts Großes los. Kann man ja eh nichts groß machen, also denke ich, dass ich am Donnerstagabend tatsächlich dann auch streamen werde. Für diejenigen, die dann noch nüchtern sind, anwesend sind, wie auch immer. Zumindest ist das so der aktuelle Plan und da gibt es dann die neue Marsch-Version und deswegen wollte ich nochmal sagen, wenn noch Leute da sind, also Kanalmitglieder, die ihr Grundstück gerne geändert haben wollen. Ihr wisst, am Baumarkt stehen eine ganze Menge Objekte. Da könnt ihr euch aussuchen und könnt gerne in die Kommentare hier reinschreiben, in die Kommentare, was auf euren Grundstücken, was ihr da gerne hättet, ob ihr auch noch eine Änderung haben möchtet, ob ihr was auch immer. Ne? Also nicht alles ist vielleicht umsetzbar, aber Wünsche äußern, ja, kann gerne jeder. Würde mich freuen, logischerweise, wenn ihr da aktiv mitmacht. Und es zählt natürlich auch, es gibt definitiv noch viel, viel Land auf der Marsch, für Neuinteressierte, also wenn noch neue Leute dabei sind, die krass supporten wollen und krass supporten können. Das ist ja nicht nur immer eine Sache von wollen, das ist auch eine Sache von können, das weiß ich, ganz klar, das kann nicht jeder. Und das will auch nicht jeder, aber es gibt ein paar Leute, die wollen das gerne und die können das auch. Und ja, denen danke ich natürlich super, dass ihr das so mitzieht und eigentlich echt schon anderthalb Jahre oder so jetzt mittlerweile krass supportet. Deswegen gebe ich gerne was wieder, hau rein in die Karte, was ihr gerne wünscht, wenn ihr ein Grundstück habt, weil ihr Landwirt oder Gutsherr seid. Ne? Und schreibt rein in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, die verwirklicht werden sollen. Und ja, dann lässt sich das auf jeden Fall bis Donnerstag noch einrichten. Und natürlich genauso, wenn ihr neue Bewohner seid, auf der Homepage war Shelly das jetzt meiner Meinung nach relativ aktuell wieder. Auf der Homepage könnt ihr sehen, welche Grundstücke, also auf www.fataction-letsplay.de Kanalmitglieder, YouTube oder so. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr nochmal Fotos von allen Grundstücken und natürlich auch Infos. Vielleicht wisst ihr ja auch so, ihr weil euch hier auskennt. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne dann auch hier supporten. Und spätestens in der 3.0, wer dann aktiv dabei ist, ist wahrscheinlich dann verewigt, ne? Für die Ewigkeit. Ich meine, viele sind ja jetzt auch schon in vorigen Versionen verewigt, die dann ja vielleicht auch, weil es, wie ich schon sagte, das kann nicht jeder und es ist auch für euch in Ordnung. Wir finden es mega für die, die es können und das auch machen. Ist ja, ist ein super Support einfach. Ist super krasser, cooler Support, liebe Leute. Kann man nicht anders sagen, was außer dicken Dank. Dicken Dank. Ja, so ist das, ne? Also wie gesagt,
erste Änderung haben wir gesehen bei Kurt und eine weitere wird es bei Lulu geben. Was da denn auf dem Grundstück passiert ist, das sehen wir dann ja spätestens in einer Woche. Das Problem ist natürlich auch da, das Höhenmodell der Karte ist natürlich über Safe Game gelockt. Wird also eher bei neuen Spielständen interessant werden oder für jene, die sich tatsächlich die Höhenkarte nochmal austauschen. Oder dann eben selbst Terraforming, Hand anlegen auf dem Grundstück. Kann man natürlich auch, ne? Ein Stück weit kann man sowas annehmen. Man kann ja nicht unter die Wasseroberflächehöhe gehen, ne? Das ist immer ein bisschen schade beim Terraforming. Das stimmt. Jo, und ganz nebenbei haben wir hier wieder 102 Ballen gesammelt. Wir müssen auf jeden Fall das gleich nochmal machen. Und ich glaube, selbst dann reicht es noch nicht, ne? Also wir sind jetzt bei ca. 300 Ballen von dem Feld. Und wir werden ja eher 500 Ballen von dem Feld runterkriegen. 500 Ballen mal, was haben wir denn? 4000 sind also das 2 Millionen Liter Silage, die wir hier rausholen in Ballenform. Rechne ich das gerade richtig? 4000 ist ein Ball, ne? Und wenn wir 500 Ballen haben, haben wir erst 20.000, dann haben wir 200.000, dann haben wir 2 Millionen, ja. 2 Millionen Liter aktuell noch gewickeltes Gras auf dem Weg zur Silage sollen wir hier kriegen. Das hilft auf jeden Fall nochmal für einen Teil Wintersaison für BGA Neuer Hof, um da weitere Einnahmen zu generieren. Ich, ja, vielleicht könnt ihr es reinschreiben nochmal. Ich habe nur mal auf Anhieb geguckt und hatte noch nicht genau gefunden, welche Windmühle macht noch Fehler. Es gab, meine ich, noch eine Windmühle beim Depot, die man nicht komplett mit Objektheit verschwinden lassen kann. Vielleicht könnt ihr noch mal reinposten jetzt in die Kommentare, die dies wissen, weil sie schon gemacht haben. Welche ist das denn? Ist das die Windmühle direkt an Feld 14 grenzend? Ihr könnt das jetzt hier nicht sehen, aber ne, die werden wissen, worum es geht. Das ist die direkt, die eigentlich auf Feld 14 steht, an der Ecke von Feld 14. Oder es ist eine von zweien, die bei dem Abladepunkt Depot ist. Und dann könnt ihr ja gerne schreiben, welche ihr meint. Ist es die, die weiter oben, also weiter nördlich ist, oder ist es die, die weiter südlich Richtung Feld 16 wäre? Beziehungsweise Feld 32 ist da, glaube ich, noch zwischen, ne? Oder so. Also, ja, wäre nice, wenn ihr da nochmal schreiben würdet, dann finde ich das schneller. Das wäre top, weil ich weiß, in der Nähe Depot weiß ich, aber ich, so wie ich es auf Anhieb geguckt habe, habe ich es jetzt noch nicht gesehen, was falsch war. Und da ist natürlich, wie gesagt, so ein kleiner Tipp Gold wert. Dann kann ich die einfach zur Not, ja, nochmal genau 1:1 überprüfen, was da Fehler ist, weil teilweise, ja, sonst muss ich eine andere kopieren, da hinschieben und man muss aufpassen, dass die Reihenfolge nicht durcheinander kommt, weil, ne? Einmal verwirrt, danke. Wenn die Reihenfolge durcheinander kommt, kann natürlich sein, dass dann welche wieder da sind, die eigentlich schon weg waren. Also das ist natürlich auch eher die Überlegung. Warte mal, ich habe eine Idee. Wie wir natürlich, die mit 30 ist ja schön, aber das kostet so viel Platz, ne? Jo, also so viel dazu, ne? Also, liebe Leute, wenn ihr Bock habt. Und zu den krassesten Supportern der Marsch gehören wollt und gerne noch ein Grundstück aussuchen und Änderungswünsche für diejenigen natürlich aufgeben, die sich jetzt angesprochen fühlen. So. Da habe ich zwei Ballen, die da blöd in Luft fliegen, ne? Die müssen mal angefasst werden, dann fliegen sie runter.
So, ne? Das ist doch richtig schön. Schön platzsparend untergekriegt. Machen wir jetzt mit denen auch nochmal. Hätte sogar noch ein bisschen geschickter timen können, dann können hier vielleicht sogar 4 Stapel hin. Welchen nach rechts hat der? Markierung links, hoch, rechts, runter. Weiß ich auch nicht. Was ich jetzt irgendwie Licht angemacht habe, wahrscheinlich blinken tue und keine Ahnung was. Ja. Ich glaube, noch einer wird tatsächlich schwierig. Ja, und das ist jetzt also mit der letzten Reihe gefällt mir nicht so gut, ne? Aber holen wir erst nochmal neu und dann können wir immer noch gucken, wo die 500 Ballen loswerden. Ob wir vielleicht auch ein paar ins Fahrsilo reinpacken, das ja so gut wie leer ist. Das eine ist schon knapp tatsächlich, aber es müsste insgesamt gehen. Dann würde ich sagen, können wir mal den Stau hier noch auflösen wegen Kosten. Oh ja, da ist noch einiges, was hier noch staut. 10%, 100 Liter fehlen. Also fast ein bisschen laut. Machen wir schnell noch ein bisschen sauber. Der Radlader sollte auch aufgetankt werden. Das reicht erstmal für sauber. Das schaffen wir gerade so, ne? Weil wir haben heute Nachmittag noch eine Folge, morgen noch eine Folge. Und dann ist schon wieder Donnerstagabend Streamzeit. Dann, also im Stream, ja, denke ich, kriegen wir es hin mit den Hühnern. Vorher wird es aber nichts. Und die Holz ist auch wieder komplett liegen geblieben. Aber Holz ist ja, wie bei euch vielen auch, eher so eine Wintergeschichte. Ist auch nur wichtig, dass wir es bis zum Frühjahr fertig kriegen. Sollte aufgetankt werden. Die 10 Ladungen wird er wohl noch schaffen. Vermehrungsgrasrest kann ich eigentlich direkt so bei den Hühnern reinkippen, ne?
Wobei, den machen wir nochmal voll. Bei unserem bestehenden Hühnerstall. Die 350.000 Liter waren das wohl. Die als Vogelfutter, ja, Vogelfutter dienen. Eigentlich eher Vogel, ist echt eher Vogelfutter, aber die Hühner futtern, ne? Hühner sind Vögel. Oder? Eine andere Gattung. Ich sag lieber nichts mehr. Gut. So viel dazu, liebe Leute. Dann, also wie gesagt, heute Nachmittag sammeln wir dann aber wirklich hoffentlich den Rest Ballen. Weil wir kommen schon wieder zum Ende der Folge. Ist tatsächlich so. Dann ist auch schon wieder 17 Uhr in-game, dann wird es auch schon wieder Richtung dunkel, ne? Nicht schön. So, aber auf jeden Fall haben die alle schön eingeparkt, oder? Oh ja, genau so. Oh, perfekt. Das ist doch schön. Die Essen sind zurück am Hof. Ja, mit dem Bild verabschiede ich mich. Sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Danke fürs Support und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaltet. Bis dann. Vielen Dank. Und tschüss.